Oh, YouTube, also das ist jetzt das erste Video von Gold und Silber. In dem Video erzähle ich etwas über Gold. Also Gold hat ja eine lange Geschichte als Geld, als Wertmetall, wenn man so will. Da kann man bei den alten Babyloniern schon schauen. Im Römischen Reich hat man Goldmünzen gekannt. Da gibt es ja das Beispiel, hat man eine Tunika kaufen für eine Unze Gold, also eine Tunika mit einem schönen Ledergurt und mit schönen Sandalen, handgemachten Sandalen. Und wenn man heute schaut, zum Beispiel eine Unze Gold, das ist etwa 1100 Franken, wenn man in den Kleiderladen reinläuft, da kommt man einen schönen Anzug über, eine Krawatte, einen schönen Ledergurt und schöne Lederschuhe. Also von dem her ist ungefähr die Kaufkraft ungefähr gleich geblieben über die Jahrtausende. Also wenn man vor 2000 Jahren einen Goldschatz vergraben hat, könnte man mit dem heute etwa genau das gleiche posten wie damals. Natürlich gibt es heute viel mehr so fancy, hübsche Sachen. Gold hat man demonetisiert, also das heisst aus dem Geldsystem rausgenommen, etwa seit 100 Jahren. Das hat auch zum Beispiel damit zu tun, dass man mit Gold keinen Krieg kann finanzieren kann, weil Gold gibt es viel zu wenig. Also man hat dann angefangen, Banknoten zu drucken und hat die Banknoten anstelle vom Gold, also undeckte Banknoten, benutzt, um die Leute zu zahlen. Das sind eigentlich Schuldscheinbanknoten, um die Kriegsmaterialien zu posten. Und der Erste Weltkrieg, der wäre keine 4 Jahre gegangen, der wäre ein paar Monate gegangen, wenn es nur mit Gold hätte müssen zahlen. Oder hätte können zahlen, weil das Gold ausgegangen wäre. Genau das gleiche im Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man dann angefangen, das wieder zusammenzuführen, so eine quasi Golddeckung anführen mit dem Bretton Woods-System. Das ist von den Amerikanern rausgekommen. Ziemlich schräge Sache eigentlich. Da hat man gesagt, irgendwie so viel Gold hat so viel Wert, so viel US-Dollar Wert. Und alle anderen Währungen hängen an dem. Und darum war ja der Dollar die Leitwährung dort auch. Das hat man dort zu dieser Zeit hat man das festgelegt. Wenn man schaut, im englischen Commonwealth, also im englischen Imperium vor ein paar hundert Jahren, da hat man sozusagen fast keine Inflation gehabt. Das heisst, wenn die Preise gestiegen sind, dann nur ganz wenig. Und da sind es ganz wenig gefallen. Also der Wert von einer Goldmünze hat sich über hunderte von Jahren gehalten. Das hat sich völlig gelöst, die Golddeckung 1971, wo der Präsident Nixon kam und gesagt hat, so, jetzt müsst ihr uns vertrauen, wir sind eh die grösste Wirtschaftsmacht der Welt, jetzt geben wir kein Gold mehr von unseren Banknoten, dann haben sie auch das von den Banknoten weggenommen, dass man für so und so viel Dollar kann das in Gold einlösen. Die Schweiz und Frankreich und ein Haufen andere Länder sind natürlich auch und haben gesagt, also jetzt haben wir einen Haufen von euren Staatsanleihen oder man hat einen Haufen Dollar und jetzt möchte man das gerne umtauschen und dann hat die Schweiz natürlich einen Haufen Gold eingetauscht, die amerikanische Dollar und das hat die Amerikaner natürlich dazu gebracht, aufzuhören mit dem, weil sie gemerkt haben, dass alles ihr Gold verkauft wird, ins Ausland verschifft wird. Also die Franzosen sind ja mit einem Kriegsschiff noch auf Amerika gefahren und haben das Gold physisch heimgenommen, Frankreich. Viele Länder haben das Gold dort behalten. Das ist auch der Grund, wieso dass jetzt noch vieles Gold eingelagert ist in Amerika, wo eigentlich eben der Schweiz gehört oder auch Deutschland oder anderen Ländern. Die haben das mal aufgekauft mit diesen Dollar, aber das ist immer noch in Amerika. Ob das auch wirklich noch dort ist, das ist ja fraglich. Also wenn man Gold kaufen, dann geht man am besten in eine Bank. Dort ist das Gold am billigsten. Also was ich gesehen habe, ist von der Zürcher Kantonalbank, die haben die besten Preise bis jetzt. Da kann man zum einen kann man Münzen kaufen. Da gibt es so die Goldmünzen. Das ist zum Beispiel so ein nominal 50 Dollar American Eagle. Das ist 31,1 Gramm, also genau eine Unze Gold. Bei den Münzen muss man das sagen. Es gibt noch andere Münzen. Es gibt Maple Leafs und Krügerrands und englische Sovereigns und es gibt verschiedene Münzen, die sehr bekannt sind als Anlagemünzen. Bei den Münzen ist das natürlich so, die sind nicht pur Gold, also jetzt so ein American Eagle, der hat 91,6% Gold drin, das ist eigentlich eine Goldlegierung mit anderen Metall, damit die Münzen nicht verkratzen, ebenso mit dem Goldvreneli, da haben wir auch das Goldvreneli. Das ist 900er Gold, man sieht es auch an der Farbe, es sieht ein bisschen anders aus. Das ist knapp 6 Gramm und einfach fast, also 10% ist ein anderes Metall, das drin ist.
Und für die Münze zahlt man immer ein bisschen mehr, weil die Münzerei noch Geld verlangt dazu für den Münzdruck. Wenn man auf reines Gold oder pures Gold will, gehen will, da spart man natürlich ein bisschen. Da kann man zum Beispiel so ein Goldbarreli kaufen bei der Bank. Das kann man bei jeder Bank machen, Credit Suisse oder Raiffeisen oder Kantonalbank ist, wie gesagt, haben die günstigsten Kurse. Das ist natürlich immer ein bisschen über dem Goldpreis, den man da zahlt, wenn man es kauft, und ein bisschen unter dem Goldpreis, wenn man es wieder zurückgibt. Kann man Anstand, kann man in eine Bank hineinlaufen und die zahlen das anstandslos. Das Geld kann man auf der Webseite, ich tue das dann noch verlinken, kann man schauen, was man zahlt für so ein Barreli. Und man hat natürlich noch das Zertifikat. Das ist jetzt ein Goldbarreli mit dem Zertifikat eingeschweißt. Die nehmen das wieder zurück. Ich höre öppen einmal, dass man Gold kann man nicht essen. Gold ist eben und so weiter. Gold ist eine Wertanlage. Also man kann ein Auto anschauen als Wertanlage, Immobilien oder ein Bild von einem bekannten Maler. Es geht ja immer darum, wie leicht dass man das umtauschen kann. Ein Auto kann man nicht teilen. Gold kann man sehr leicht aufteilen. Gold ist, kann man nicht kopieren. Es gibt einfach nur eine bestimmte Menge von Gold. Also wenn man da schaut, in den 40er Jahren hat man etwa 1 Milliarde Unzen Gold auf dieser Welt. Das ist etwa 310'000 Tonnen. Heute hat man etwa 5 Milliarden Unzen Gold, also etwa 155'000 Tonnen, wo erhältlich ist. Das ist natürlich nicht vielfach vermehrbar. Und man kann es relativ einfach verkaufen. Man kann es in Afrika verkaufen, man kann es überall verkaufen. Von dem her, man zahlt keine Mehrwertsteuer. Und wenn man ein bisschen schlau ist und das irgendwo auf Ricardo oder auf eBay oder sonst irgendwo verkauft, dann kommt man nahezu den Preis über, den man zahlt auf der Bank. Also man hat dort mehr oder weniger null Verlust. Vorausgesetzt natürlich, dass der Kurs nicht runterkommt. Also wenn man jetzt schaut, der Kurs ist jetzt bei $925. Das ist etwa 1080 Franken. Wenn der natürlich runtergeht, kommt man weniger über. Wenn der natürlich hochgeht, dann kommt man ein bisschen mehr über. Es ist, wie gesagt, es ist kein Spekulationsobjekt, es ist mehr eine Kaufkrafterhaltung über Krisenzeiten. Wenn man schaut, wie Geld, normales Papiergeld, inflationiert, dann sieht man sehr gut, dass der Wert von Gold mehr oder weniger erhalten bleibt. Und auch in den ganz verrückten Krisenzeiten, wie die Depression in Deutschland, da hat es Verkäufer von Lebensmitteln, die haben gar kein Geld mehr, Banknoten angenommen, sondern die haben wirklich Gold verlangt. Es ist natürlich nicht die Idee, dass man in einer Depression in ein Gold ausgibt. Das ist ja wirklich auch etwas, wo man das Vermögen zum Beispiel über eine Depression rettet und nach der Depression eben den Wert noch hat, wo man sonst eigentlich nicht hat. Ein gutes Beispiel ist die deutsche Goldmark. Wenn man die behalten hat vor der grossen Depression dort, dann hat man quasi den gleichen Wert in D-Mark wieder können umtauschen können. Man hätte das gleiche können kaufen wieder. Das haben ja viele nicht gemacht, die haben das umtauscht in die Reichsmark und was da alles gegeben hat. Und so hat man dann sehr viel Geld verloren. Also es ist empfehlenswert, wenn man da ein Viertel oder 35% von seinem Vermögen in Gold anlegt. Einfach zum, es ist eine Sicherheit, man kommt keinen Zins über. Das ist relativ volatil im Verhältnis. Also volatil heisst, dass der Kurs geht relativ weit auf und weit runter. Also jetzt eben, es kann an einem Tag $20 mehr sein, es kann am anderen Tag $20 weniger sein, aber im Großen und Ganzen, der Trend zeigt nach oben. Es gibt viele Hinweise darauf, dass Gold wertvoller wird, dass es teurer wird und dass man mit dem auch noch ein bisschen Geld verdienen kann. Wobei man es jetzt nicht alles das anschauen. Klar, man kann mit Papiergold handeln, das heisst, dass man als Daytrader Gold kauft und verkauft, aber es lohnt sich, wenn man das physikalisch zuhause hat, weil so ein ETF, so ein Wertpapier auf Gold, also das ETF funktioniert ja so, da hat eine Bank oder ein Institut verspricht, dass sie Gold auf die Seite tut und dann kommt man das Papier dafür über. Jetzt ist aber der Verdacht da, dass die Institut das Gold gar nicht haben. Richtig, die machen Leerverkäufe und also die verkaufen Gold, was sie eigentlich gar nicht haben und spekulieren darauf, dass der Kurs irgendwann mal runterkommt. Und die verkaufen dann Gold zu einem bestimmten Preis und kaufen es dann oder wollen es dann in nächster Zukunft einkaufen für weniger.
Und dort ist der Verdacht da, dass die Firmen, eben wenn die hops gehen, dass man natürlich gar nicht an das Gold ankommt und dann gleich da steht und die sagen, ja, man kommt ja nur das Geld über oder im schlechtesten Fall kommt man gar nichts mehr über. Also von dem her ist es sehr sicher, wenn man das physikalisch irgendwo in einem Tresor rein tut oder im Garten vergrabt oder im Gutsli, im Gutsli-Topf rein tut oder versteckt oder sonst irgendetwas. Es ist ein Werterhaltungsmittel in erster Linie und kein Spekulationsobjekt. Ja.